Woche 4 im Bounce House, die Top 10 heute mit neuer Stimme und einem alten Bekannten, dazu gleich mehr. Wir starten unsere Reise in Düren, wo die Powervolleys in ihrer eigenen Halle bis auf das Internet alles im Griff haben. Es gibt den 5. Heimsieg gegen Gießen, auch dank Tim Brossock. Sprung in den Osten, diesmal allerdings nicht nach KW, sondern nach Potsdam, wo das Berlin-Brandenburg-Derby stattfand. Und Königs Wusterhausen hatte gegen den Tabellenführer aus Berlin durchaus was zu melden. Allein in diesem Ballwechsel dreimal die Möglichkeit, unter anderem mit Zuspielgott Dirk Westphal. Brandon Rattray schickt dann ein Friedenstäubchen rüber und Berlin zeigt, wie man den Punkt macht. Krankin in Richtung Rückkehrer Benjamin Patch. Rückpass nach Düren, wo der Altmeister übernimmt. Björn André zeigt im Herbst seiner Karriere, dass er sowohl abwehren als auch angreifen kann. Auf der 7 wieder der Tabellenführer aus Berlin, diesmal mit Jeffrey Jendrick zum 24:21 und dem Satzball für Berlin. Dritte Station in diesem Highlight-Reel, wir springen nach München in den Gaudi-Dom, wo Herrsching gegen Friedrichshafen zumindest im ersten Satz lange auf Kurs war, auch dank Samuel Jean-Lys. Wir bleiben in München, doch zwei Sätze später sieht die Welt schon ganz anders aus. Samuel Jean-Lys findet seinen Meister in Daniel Muniz und Friedrichshafen feiert den zweiten Saisonsieg. Wir springen wieder nach Potsdam, wo Benjamin Patch diesmal seinem tschechischen Praktikanten nur den Bankplatz überlässt und selbst für Highlights sorgt. Mbappé, Griezmann und Samuel Jean-Lys. Frankreichs bester Fußballer spielt nicht etwa in Paris oder Madrid, sondern Volleyball in Herrsching. 50% aus dem Feld, 100% mit dem Fuß und am Ende Jory Mantha zum 17:16. Sprung auf Platz 2 und gerade highlighttechnisch war in Potsdam einiges geboten. Diesmal das Duell der beiden US-Boys Jeffrey Jendrick gegen Blake Leeson mit dem besseren Ende für den Berliner. Und auf der 1, wie sollte es anders sein, der Rückkehrer himself, Benjamin Patch, schön, dass du wieder da bist. Berlin darf trotz Satzverlust feiern und ihr jetzt diesen Kanal abonnieren und am Mittwoch nicht voll im Netz verpassen.